Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal wieder ein Update zur Geely-Aktie für euch dabei. Sie sind ja hier auch mega spannend oder sehr, sehr gut im Autosektor hier in China unterwegs. Sind wieder ein paar Updates rausgekommen, die wirklich sehr wichtig sein können für die Zukunft. Und deswegen kommt hier heute wieder das Update. Wir gehen dann natürlich wieder, wie gewohnt, hier mal auf den Qualitätscheck ein und schauen uns dann auch noch den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne schon mal ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen an dieser Stelle. Jetzt sagen wir, starten direkt und zwar hier eben mit dem Qualitätscheck. Wir haben hier 12 von 15 Punkten, also da räumt Geely hier wirklich richtig gut ab. Wir sehen hier mal einen Umsatzrückgang von 19 auf 20. Wird hier vermutlich eben auch mit dem Corona-Jahr einfach zu tun haben, da wo der Absatz deutlich gesunken ist, gerade im Haupt-Corona-Jahr, sage ich jetzt mal, 2020, wo das Ganze begonnen hat und noch keiner wusste, wie man das Ganze so greifen kann. Wir haben hier trotzdem Umsatzwachstum auf die letzten 5 Jahre von 25%, das ist sehr, sehr stark. Ein EPS-Wachstum über 5 Jahre von 16%, nur die Stabilität vom Umsatzwachstum ist nicht so ganz gegeben. Das ist okay, also im Okay-Bereich bei 63% ungefähr. Die Rentabilität und die Profitabilität, die sind hier sehr, sehr stark. Da räumen sie alle Punkte ab. Wir haben eine Eigenkapitalrendite im sehr, sehr starken zweistelligen Bereich. Die liegt hier bei 19% ungefähr und die Rendite auf das eingesetzte Kapital bei über 17%. Nettogewinnmarge könnte noch ein kleines Stückchen besser sein, ist für mich aber völlig in Ordnung, liegt hier knapp bei über 8%. Die Performance pro Jahr liegt bei über 42%, also auch sehr, sehr stark. Volatilität schon ein bisschen höher. Man kann es hier links auch in dem kurzen Kursverlauf schon erkennen. Ich gehe nachher nochmal auf den Jahreschart ein. Haben wir 7% Volatilität. Die Finanzverschuldung, und das finde ich hier sehr, sehr wichtig, gerade in solchen Krisenjahren, ist sehr gering. Die liegt gerade mal bei 3,5% und ist somit mehr als stark. Das ist eigentlich mal hier so zum Qualitätscheck. Wie gesagt, die 12 Punkte auf jeden Fall ganz, ganz klar verdient. Und was ist hier aktuell los? Volvo Cars übernimmt jetzt hier die Produktions- und Vertriebsaktivitäten in China vollständig. Und zwar überträgt hier Geely die gesamten Produktions- und Vertriebsaktivitäten von Volvo in China an Volvo Cars. Und zwar hat Volvo Cars mit Geely, Geely ist ja hier die Muttergesellschaft, eine Vereinbarung über den Erwerb der Anteile von der Geely Holding an den Joint Ventures der beiden Unternehmen in China unterzeichnet, also ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Damit übernimmt jetzt Volvo Cars die Produktions- und Vertriebsstätten in China vollständig, zugleich auch der größte Automobilmarkt in, also der Schweden. Und die Maßnahme könnte hier so ein bisschen Vorbote einer kompletten Abspaltung sein, wäre aber für beide Seiten auch sehr, sehr positiv. Sie wollen ja trotzdem noch miteinander arbeiten. Und die chinesische, Xiang Geely Holding Group, also Geely, hat hier im Vorfeld auch nach langem Hin und Her Pläne für einen Börsengang von der Volvo Cars Einheit eben wieder aus der Schublade geholt. Übertragen werden hier mit der letzten Transaktion 50% der Anteile an der Volvo Car Manufacturing Co. Ltd. und der Shanghai Volvo Car Research and Development Co. Ltd. Also da werden jeweils eben hier 50% der Anteile übertragen an Volvo und mit dieser Vereinbarung wird hier Volvo Cars der erste große nicht-chinesische Automobilhersteller mit voller Kontrolle über die Aktivitäten hier in China. Hat hier auch der Vorstandsvorsitzende von Volvo Cars eben selber gesagt. Und Geely und Volvo Cars evaluieren eben hier kontinuierlich den besten Weg, um trotzdem weiter zusammenzuarbeiten und die Aktivitäten innerhalb der größeren Gruppe auch hier zu strukturieren oder strukturieren zu können, muss man sagen. Somit wäre eine Abspaltung für mich persönlich eher positiv zu sehen. Das wird eine ganz klare Eigentümerstruktur sowohl innerhalb von Volvo Cars als auch bei Geely schaffen, hat auch hier der Vorstandsvorsitzende von Geely selber ergänzt, Daniel Dongui. Und somit sind hier einfach klarere Verhältnisse geschaffen. Wie gesagt, ich sehe das Ganze sehr, sehr positiv. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, ob ihr das vielleicht irgendwo auch mit negativen Augen seht. Ich würde hier eine Abspaltung eigentlich gar nichts Schlimmes im Wege sehen. Ja, und zu guter Letzt schauen wir uns hier natürlich noch den Jahreschart zusammen an. Wir stehen hier aktuell bei 2,55 Euro, ganz, ganz gut rausgekommen hier wieder. Wir standen ja zeitlang unter 2 Euro unter beiden wichtigen Linien. Mittlerweile sind wir hier wieder über der 50-Tage-Linie angekommen und auch über der 200-Tage-Linie, die hier so bei 2,50 Euro ungefähr verläuft. Und da hält man sich momentan sehr, sehr stabil drüber. Momentan so eine Seitwärtsphase, wie man ganz gut erkennen kann. Das Allzeithoch ist dennoch ein ganzes Stück entfernt. Das liegt bei 3,58 Euro. Wenn wir uns aber schauen, wo wir vor einem Jahr herkommen, dann haben wir hier ein gutes Plus mitnehmen können.
Wir kommen hier von 1,76 Euro genau aufs Jahr gesehen her und somit, wie gesagt, konnte man hier auf jeden Fall schon gut was mitnehmen. Geely für mich mittlerweile wirklich eher eine Qualitätsaktie, wird in der Zukunft noch sehr, sehr stark mitmischen auf jeden Fall, hat ja auch starke Kooperationen und sobald hier wieder was Brisantes Neues rauskommt, werde ich natürlich mit dabei sein. Ja, und wenn euch mal wieder mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite, ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!